Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Support von PlayStationInfo.de und das sind die Zwischennews und fangen wir einfach mal an, weil Wochenrückblick habe ich kein Video gemacht, aber ich mache jetzt ein Zwischennews-Video. Legen wir los. News Nummer 1 und ich muss immer so ein bisschen rumgucken, damit ich das hier so sehen kann, weil ich habe das jetzt gerade hier sehr schnell aufgebaut. Also wundert euch nicht, wenn meine Augen jetzt nach da gehen, aber ich lasse ja auch Trailer einblenden und so. Also News Nummer 1 ist Returnal Update 2.0, bringt Zwischenspeicherfunktionen und den Fotomodus. Unfassbar, jetzt ungefähr ein Monat, zwei Monate nach Release kriegen wir die Zwischenspeicherfunktion für Returnal, was ja an sich ein sehr gutes Spiel ist, ist auch bei uns sehr gut weggekommen und ist auf jeden Fall für die PlayStation 5 mal ein bisschen was anderes und ja, macht schon Spaß, kann man sich mal geben. Review haben wir auch auf der Seite, könnt ihr euch angucken, also da mit dem Spiel seid ihr auf jeden Fall safe, wenn ihr so welche Art von Spielen mögt. So, News Nummer 2 ist, und ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, es geht um Dinos und ich liebe Dino-Spiele. Kennt ihr noch von damals die alte Turok-Reihe? Kennt ihr das? Ach ja, by the way, findet ihr, das ist ein hübscher Sneaker? Schreibt es mir nicht in die Kommentare. So, nee, aber Turok war damals ein wirklich legendäres Spiel. Dino Crisis war auch ziemlich cool und es sieht so aus, als würde uns demnächst ein Mix von beiden erwarten. Und es gibt einen neuen Trailer zum kommenden Dino-Spiel. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Nein, ich werde es gar nicht aussprechen, weil ich kann es nicht aussprechen. Also, ich nenne es einfach mal Instinction. Instinction, neuer Trailer, zeigt mehr vom Szenario. Und in diesem Spiel seid ihr quasi mit Dinos unterwegs, beziehungsweise ihr seid auf einer Insel, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da müsst ihr verschiedene Rätsel lösen, da kommen böse Raptoren und so weiter und so fort. Und warte mal, kommt nicht demnächst auch der neue Jurassic Park-Film raus? Also 2022, neue Dino-Filme, neue Dino-Serien, neue Dino-Spiele. Die Dinos sind wieder da. Die Dinos, die Serie gibt es ja jetzt auch wieder bei Disney+. Zwar alte Folgen, aber legendär, nicht die Mama. Ich mag einfach Dinos, man muss es mir einfach nachsehen. Also, guckt euch einfach den Trailer an, ich habe es ja auch verlinkt und ihr seht ja auch hier schon einen kleinen Ausschnitt, sowas. Ist schon sehr lecker, sehr lecker. So, sehr lecker könnte auch jedenfalls 2022 werden. Ich habe eine kleine Umfrage gestartet und bin mal sehr gespannt, was ihr davon haltet, beziehungsweise wie eure Meinung ist. Und bis jetzt sieht es so aus, als würde zwei Drittel es glauben und ein Drittel nicht, aber manchmal ist es auch noch 50-50. Die Rede ist davon, wird PlayStation Plus 2022 teurer werden? Ich persönlich glaube ja. Es wird teurer werden. Bin aber mal gespannt, was du denkst. Also schreib es einfach mal rein, mach bei der Umfrage mit. Ihr könnt bei Facebook mitmachen und bei unserer Facebook-Gruppe. Und es ist auch ein kleiner Artikel dazu online. Und ja, einfach mal gespannt. Es gibt gewisse Argumentationen, die darauf hindeuten. Und ein bisschen Recherche, die ich gemacht habe. Und ja, mal gespannt, was passieren wird. Auf jeden Fall wird es auch so sein, dass PlayStation Plus sich weiterentwickeln muss, weil der Xbox Pass einfach alles zerstört. So, zerstören tut auch vielleicht die nächste News irgendwas. Mal gucken, was da für ein Content kommt. Und die Rede ist von, und das ist auch sehr wichtig, weil es jetzt diese Woche stattfindet, die Rede ist von State of Play im Oktober. Findet am, ich muss mal kurz gucken, am 27., also morgen, also heute, also dann, wenn du das Video schaust, vielleicht auch später, statt. Und zwar um, glaube ich, wieder 23, 22, 30 ist unten verlinkt und diesmal werden Third-Party-Spiele gezeigt und vielleicht erwartet uns eine Überraschung. Ich gehe nicht davon aus, dass es eine Überraschung geben wird, weil bekannterweise waren die States of Play alle doch sehr durchgeskriptet, also komplett, beziehungsweise man hat immer schon gesagt, was man sagen wird. Es gab nie eine Überraschung und sie waren ehrlich gesagt auch immer sehr langweilig. So, nicht so langweilig ist auf jeden Fall die letzte News und ich glaube, wir haben hier definitiv das Game of the Year von 2021 und auch 22. Es wird einfach doppelt aufräumen und die Rede ist einfach My New Friend Peppa Pig. Und ich lasse einfach jetzt nochmal kurz den Trailer laufen und viel Spaß. Mein Name ist TheProbe, besucht PlayStationInfo.de und ich versuche mal am kommenden Montag wieder einen normalen, soliden Wochenrückblick hinzukriegen. Mal gucken. Bis dann. Tschüss. Meine Freundin Peppa Wutz. Hallo alle, das ist meine neue Freundin. Auf geht's! Suche dir als erstes aus, was du anziehen möchtest.